Hallo Leute, hier ist der Lower Coach, Lower, the Law of Attraction, das Universumgesetz der magnetischen Anziehung, das dir besagt, was du selbst aussendest mit deinen frei gewählten Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen, das erzeugt Vibrations. Dein Körper, deine Mitmenschen, deine Umwelt, ja das gesamte Universum reagiert auf deine Vibrations. Was du siehst, das wirst du ernten. Wie du in den Wald rufst, so schallt es zurück. Ob du es glaubst oder nicht, ob du bewusst damit arbeitest oder nicht, alles reagiert auf deine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen. Wir leben in einem Vibrations-Universum. Das Gesetz der Anziehung managt die Vibrations. Es gibt keine zufälligen Begegnungen. Alles wird magnetisch angezogen. Es gibt keine Opfer, es gibt nur Anziehung, es gibt nur schöpferisches Aussenden und Anziehen. Schöpferisches Aussenden und Anziehen. Jedes Individuum zieht magnetisch seine Alltagsrealität an. Ob es das dreijährige Kind ist oder der 100-jährige Greis, jeder zieht mit seinen Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen die Ereignisse magnetisch an. Gefällt dir nicht, was du magnetisch anziehst, dann musst du dich mehr auf positive Dinge fokussieren, auf Dinge, die du wertschätzt, die du liebst, die du gern tust. Und die anderen Dinge lässt du einfach sein. Höre auf dein Gefühl, fühlt sich etwas gut an für dich, dann fokussiere dich darauf oder beschäftige dich damit. Fühlt sich etwas nicht gut an für dich, dann fokussiere dich nicht darauf und beschäftige dich nicht damit. Ich möchte dir sagen, das Wichtigste ist, dass du an deinem Gemütszustand arbeitest. Umso besser du dich fühlst, umso schönere Ereignisse ziehst du magnetisch an. Ob du 3 Jahre bist oder 100 Jahre bist, schau, dass du dich gut fühlst, beschäftige dich mit Dingen, die dir Spaß machen. Schaue Dinge im Fernsehen an, die dir Spaß machen. Und bei den anderen Dingen schalte weg, schau dir keine Nachrichten an, schau dir keine negativen Filme an, schau dir positive Beiträge an. Im Alltagsgespräch führe positive Gespräche und wenn negative Gespräche entstehen, dann verabschiede dich von diesem Kreis der Menschen. Sag ich habe noch etwas zu tun, ich muss noch das machen und sag tschüss. Beschäftige dich nicht mit sich schlecht anfühlenden Dingen. Du ziehst immer mehr davon an. Umso mehr du dich mit schlecht anfühlenden Dingen beschäftigst, umso mehr ziehst du an. Umso mehr du dich mit gut anfühlenden Dingen beschäftigst, umso mehr ziehst du an. Schau, dass du in der Früh in einen guten Gemütszustand kommst. Wertschätze das Bett, in dem du liegst. Wertschätze deine Wohnung. Wertschätze dein Zimmer. Wertschätze deinen Computer, Laptop oder dein Handy. Wertschätze deine Hände, deine Sinne, deinen Körper. Schau, dass du in ein gutes Gefühl hineinkommst. Und dann rufe deine Freunde an. Und dann geh außer Haus. Und dann steige in dein Auto. Und dann steige in den Bus oder in den Zug. Und dann gehe auf den Sportplatz. Schau, dass du ein gutes Gefühl hast.
Das ist das Wichtigste. Und ob du es hören willst oder nicht, du selbst bist für dein Gefühl verantwortlich. Nicht dein Chef, nicht deine Eltern, nicht deine Kinder, nicht dein Lehrer, nicht der Staat, nicht die Politiker. Du selbst bist für deinen Gemütszustand verantwortlich. Denn du entscheidest, auf was du dich fokussierst und mit was du dich beschäftigst. Du kannst dich den ganzen Tag mit Dingen beschäftigen, die du bejahst, die du wertschätzt und die dir gut tun. Du kannst das. Lebe deinen Traum, lebe deine Träume, mache deine Hobbys zu deinem Beruf. Mache dein Talent zu deinem Beruf. Sei nicht einer der Menschen, die am Montag schon sagen, ah, ich freue mich schon auf das Wochenende. Nein, finde eine Tätigkeit, die dir Freude macht, wo du gar nicht auf die Uhr schaust, weil es dir so viel Spaß macht. Umso mehr dir die Dinge Spaß machen, umso besser machst du sie und umso mehr Geld verdienst du dabei. Das Wichtigste in deinem Leben ist, dass du dich gut fühlst und du selbst bist für dein Gutfühlen verantwortlich, niemand sonst. Gib niemanden die Macht über dein Gutfühlen, denn sie haben nicht die Macht über dein Gutfühlen. Du selbst hast die Macht über dein gut fühlen. Und du kannst dich immer besser und besser fühlen, auch wenn du in Ohnmacht, Angst und Depression dich gerade bewegst. Du kannst dich auf Dinge fokussieren, die sich gut anfühlen. Du kannst deinen Ärger loslassen, ohne dass du auf andere Menschen losgehst, aber einfach geh in den Wald und schreie deinen Ärger hinaus. Schlage auf deinen Polster und löse dich von deinem Groll und von deinem Ärger. Erkenne dich selbst, erkenne, dass du niemals das Opfer warst, sondern immer der Schöpfer warst mit deinen frei gewählten Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen. Übernehme das Machtzepter deines Lebens wieder in die Hand. Du selbst entscheidest über deinen Gemütszustand. Gerne helfe ich dir als Lower Coach dabei, dich wieder besser und besser zu fühlen und deine Träume zu leben, denn darum bist du hier. Melde dich. Ciao.